Ui, Gesundheit, mein Schatz. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Hast du geliest? Ja, hast du geliest? Hey, Friends. Einen wunderschönen guten Morgen. Long time no see. Es gab eine längere Vlogpause hier. Es ist die letzten Tage viel passiert. Wir waren viel unterwegs. Und unterwegs, Vloggen ist immer so ein Thema. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier weg von dieser Kindermusik. Und es interessiert eh keinen. Wirklich, ist es uns aufgefallen. Immer wenn wir unterwegs sind, also wir waren ja jetzt in Berlin, in Amsterdam, in München für Events. Jetzt mal wieder. Also irgendwie ist alles letzte Woche. Also irgendwie war alles letzte Woche. Weil die letzten Wochen waren gar kein Event. Ja. Ich muss sie rausnehmen. Ja, die letzten Wochen waren gefühlt gar keine Events und alles war letzte Woche. Also wirklich, jeden Tag hatten wir ein Event und immer wenn wir auf Events sind oder unterwegs sind, ich merke das dann immer an meine Story-Views. Meine Story-Views sinken drastisch. Es ist wirklich so, die Leute sehen, ich bin unterwegs. Nee, gucke ich nicht an, will ich nicht sehen. Aber wenn ich zu Hause bin wieder, dann guckt es jeder an, gefühlt. Ihr könnt ihr gerne mal in den Kommentaren auch hier schreiben. Interessieren euch eher Vlogs von unterwegs, also wenn ihr unterwegs sind auf Events oder auf einem Urlaub oder wie auch immer? Oder interessiert es euch mehr so, oder interessiert euch mehr der Alltag zu Hause mit Kind? Weil was jetzt auch spannend war auf der Reise, wir waren mit zwei kleinen Kindern unterwegs, beziehungsweise mit zwei Babys. Weil Kat hatte Lorena dabei und ich hatte sie dabei. Eliana ist bei Juli geblieben, weil sie krank war. Sie hatte nämlich, also es wurde nicht bestätigt, aber sie hatte einen Verdacht auf Scharlach. Tatsächlich, das geht bei uns gerade rum. Ja, hey, du willst jetzt reden immer, gell? Ich finde es so schön, dass sie mittlerweile auch voll viel reagiert. Gell? Das ist eine Kamera. Lächeln, lächeln, lächeln. So eine süße Maus. Und Kaya war so lieb. Gell, du warst ganz lieb. Du warst eine ganz liebe Maus. Gerade wenn wir unterwegs sind, oder ich finde es generell einfacher, mit einem Kind unterwegs zu sein, als die ganze Zeit zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr da relaten könnt. Aber bei mir ist es wirklich so, ich gehe so gerne mit Kaya einfach raus. Ob es jetzt in die Stadt ist oder spazieren gehen oder irgendwie essen gehen im Restaurant, das finde ich mit ihr am entspanntesten. Weil zu Hause ist sie auch nicht so entspannt. Also zu Hause will sie die ganze Zeit beschäftigt werden, das denkt man jetzt zwar nicht. Aber sie will die ganze Zeit getragen werden, will die ganze Zeit, dass ich irgendwas mit ihr mache. Aber unterwegs, da schläft sie die ganze Zeit im Kinderwagen. Wirklich. Da ist sie so richtig entspannt einfach. Hallo. Hi, was ist passiert? Ja, es war eigentlich die eigene Dummheit. Und zwar war doch die ganze Zeit mein Dev stand, mein AdBlue stand niedrig. Ja. Gerade als ich auf die Alte gekommen bin, stand da Motor, lässt sich nicht mehr starten. Also hat es dann schon so geleuchtet und geblinkt. Und dann habe ich AdBlue jetzt nachgefüllt. Und jetzt wird es nicht mehr starten. Und jetzt, ich habe jetzt hier Pannenhilfe angerufen. Die meinten, es muss wahrscheinlich gestoppt werden, Alter. Ach, scheiße. Was ist da passiert? Tante Kat ist stehen geblieben, weil sie musste AdBlue nachfüllen, hat es aber nicht gemacht. Und dann jetzt lässt sich ihr Motor nicht mehr starten. Warum? Weil sie AdBlue nachfüllen hätte müssen. AdBlue ist eine Flüssigkeit, das braucht der Motor zum Starten. Weißt du? Warum hat sie es nicht gemacht? Ja, sie dachte, das reicht noch ein paar Kilometer, aber ja, war jetzt doch nicht so. Wieder back im Auto. Kat hat mich angerufen und hat gesagt, dass ihr Auto wieder geht. Also ich bin dann wieder zurückgefahren. Aber jetzt sind wir wieder im Auto, weil wir unterwegs sind zum Kinderarzt, weil wir sowieso einen Kinderarzttermin haben. Ich habe übrigens so Hyaluron-Patches drauf. Das war jetzt bei mir im Auto, weil das war in der Goodie-Bag.
Dachte, kann nicht schaden. Bei meinen Augenringen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Mein Morgen hat schon stressig begonnen. Und zwar waren Lori und ich auf dem Weg zum Kinderarzt. Sie hat heute ihre U6 übrigens. Wie schnell ging bitte die Zeit rum? Ich weiß noch, damals, als wir die U5 hatten, meinte die Arzthelferin, ja, U6 ist dann, wenn sie dann ein Jahr alt wird. Und ich so, ja, ist vor weit hin. Halbes Jahr später ging es so schnell rum. Jetzt wird sie bald eins. Crazy. Und irgendwie, wenn ich daran denke, werde ich irgendwie richtig emotional. Das kann ich Anna besser nachvollziehen. Immer an Lianas Geburtstagen hat sie immer geweint. Und ich dachte mir so, warum weinst du? Ich glaube, ich werde auch heulen. Der Morgen war stressig, weil ich nämlich mit meinem Auto auf dem Weg zum Arzt stehen geblieben bin. Wegen scheiß AdBlue, ey. Da stand die ganze Zeit, ja, AdBlue nachfüllen und dann steht da so in 700 Kilometer können sie dann ihr Auto nicht mehr fahren, bla bla bla. Und auf einmal von 700 Kilometer ging es auf einmal auf 5 und auf einmal auf 0. Und dann war ich bei, ich bin gerade noch so in die Tankstelle gerollt und dann stand da schon, Motor lässt sich nicht mehr starten. Und dann habe ich AdBlue nachgefüllt, habe noch getankt und alles. Ging nicht an. Bin stehen geblieben. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war erstmal gefordert. So, ich bin jetzt bei Anna angekommen und Anna ist jetzt gerade beim Kinderarzt. Und ich werde jetzt gleich meine Haare machen. Ich will die nicht unbedingt noch vor dem Urlaub machen, weil die sehen gerade echt schlimm aus. Ich habe sie ja ein bisschen heller färben lassen. Weil jetzt habe ich so einen blöden Ansatz. Der ist so richtig so und den wollen wir jetzt korrigieren. Und generell halt für den Sommer ein bisschen heller werden. Meine Kamera ist, glaube ich, ein bisschen verspürt. Hallo. Nero, hallo. Der heißt Nero, was auf Schwarz, auf Kroatisch Schwarz bedeutet. Nee, das ist Italienisch. Ach so, ich dachte auf Kroatisch. Wir sind wieder zu Hause, ihr hört vielleicht schon im Hintergrund. Und zwar wird heute mein Waschraum, also unser Waschraum aufgebaut. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, aber ich habe, ich zeige es euch später. Waschküche, Mama. Ja, stimmt, Waschküche, nicht Waschraum. Was laber ich da? Heute waren wir mit den Kindern beim, Eliana, wie groß bist du nochmal? So mittelgroß wie eine Halbsechsjährige. Der Kinderarzt meinte, Eliana ist so groß wie eine mittelgroße 6,5-Jährige. Ich dachte, voll die komische Angabe irgendwie. Also richtig genaue Angabe. Ja, du bist groß, gell? Und was hat er noch gesagt? Dass du aussiehst, du siehst so aus wie ein Schulkind. Ja, und Kaya hat heute 3 Impfungen bekommen. Boah, die Arme, ey. 2. Nee, 3. Also sie hat einmal das eine Bein, dann das andere Bein und dann nochmal eine Schluckimpfung. Und ich eine. Also direkt 3 auf einmal. Und Eliana hat auch eine Impfung bekommen. Und hat's weh? Nee. Okay. Lorena hat übrigens schon ihre ersten Schritte gemacht. Lorena, komm, die Doc. Komm, geh mal weg, Eliana, dass sie zu mir kommt. Komm, du weißt, wir wissen alle, dass du es kannst. Komm, Lori. Ja. Komm, Lori. Ah, ich habe eine Idee. Komm. Ja, gib mir was in die Hand, was sie greifen will. Nee, du musst herkommen, Eliana. Nein, ich mach noch so, damit sie... Nein, aber dann hält sie sich bei dir fest. Dann. Aber sie hält sich sonst bei dir fest, weißt du? Lorena, komm. Nein, nicht krabbeln. Nicht krabbeln. Laufen. Sie war nämlich auf einem Couchtisch, also auf einer Höhe von einem Couchtisch, wollte dann zu mir kommen und ich war so, weiß ich nicht, 1 Meter von ihr entfernt und da dieses Stück ist sie dann zu mir gelaufen. Und seitdem ist sie aber nie wieder gelaufen. Also seitdem traut sie sich irgendwie nicht mehr. Ja, winke, winke. Ho. Wie alt bist du? 1. 1. 1. Lorena wird in 2 Wochen 1. Krass, gell? So schnell geht die Zeit rum. Guck mal, weil sie steht schon frei, ohne Probleme. Kleiner Zwischenstand. Seht ihr meinen Ansatz? Deswegen färbe ich auch meine Haare. Das hat mich irgendwann gestört. Also so komplett, so als es noch frisch gefärbt war, sah es voll geil aus. Aber als es rausgewachsen ist, hat mir dieser Ansatz irgendwie nicht gefallen.
Und deswegen dachte ich, wenn ich schon etwas heller bin, werde ich einfach wieder ein bisschen heller. Fresher für den Sommer. Ja, und jetzt ist Marco kurz los und holt noch weitere Farbe und er holt mir einen Döner. Weil ich habe Hunger. Wo hast du die Mangustin her? In Laden da. In India-Laden. In Indisch. Asialaden. Indisch war das. Ah. Yummy. Ich esse jetzt Mangustin, so sieht die Frucht aus. Und dann drückt man einfach hier, gell? Uni. In den. Die ist schlecht. Nee, die ist nicht schlecht. Nur eine Oberreif. Seite. Nur Oberreif. So sehen die aus. Wie ein Knoblauchzehe. Kannst gar nicht beschreiben, nach was schmeckt das denn? Nach so eine Pfirsich oder so? Nee. Oline, kannst du nichts essen? Ich habe ja schon in einem der letzten Vlogs erzählt, dass wir die neue Canon V10, Canon PowerShot V10 bestellt haben, dass wir eventuell zum Vloggen benutzen wollen. Gerade für unterwegs, mega praktisch, weil es klein ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Qualität ist. Viele waren nicht so begeistert, weil viele finden die Kamera, die ich jetzt benutze, ganz gut. Wow. Ich nehme jetzt mit der Canon V10 auf. Und wie sieht's aus? Hallo, ich bin Lori und ich bin eine Schnullerklauerin. Okay. Ich halte jetzt mal beide Kameras direkt nebeneinander für den direkten Vergleich. Also die hier ist schon mal weitwinkliger, aber wusste ich ja, weil das ist ja, also das ist ja der Ersatz der Lekria. Eliana, ich bin im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wie der Ton ist, ob er besser oder schlechter ist. Ich werde jetzt den direkten Vergleich mal testen und ihr könnt gerne auch in den Kommentaren schreiben, was ihr gut findet. Vielleicht wird diese Kamera auch einfach nur die Kamera sein für unterwegs, weil die ist deutlich kleiner als die, wo ich aktuell benutze. Ihr seht es vielleicht hier im Spiegel. Das ist meine aktuelle Kamera und das ist die Canon V10. Das hier ist übrigens das Endergebnis. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Einfach halt ein paar Highlights reingesetzt. Eigentlich so im Großen und Ganzen hat sich jetzt nicht so großartig viel verändert. Im Licht sieht man es besser. Ich habe halt so ein paar Highlights. Ja, bin mega happy. Und ich habe jetzt Kuchen geholt. War jetzt eine Nachmittagsjause. Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich wollte gerade vloggen. Und meine Kamera ist mir einfach komplett aus der Hand gerutscht. Seht ihr mein Objektiv da? Diese Delle? Ja, das Objektiv ist defekt. Ich krieg's nicht mehr an. Beziehungsweise ich krieg's an. Also es geht an, aber da steht dann, und dann steht das Objektiv kann nicht erkannt werden. Bringen Sie es ordnungsgemäß an. Ja, Digga. Schön wär's, wenn ich das ordnungsgemäß bringe, Kind. Ich wollte euch nämlich gerade meine Waschküche zeigen. Ich dachte mir, was für ein Timing ist es eigentlich? Ich habe mir eine neue Vlogging-Cam gekauft. Und heute geht die alte kaputt. So eine Scheiße. Ich zeige euch jetzt mal kurz meinen Waschraum. Ich habe den heute montieren lassen. Hier den Wäscheständer bitte ignorieren. Das ist jetzt die neue Waschküche. Eigentlich ganz simpel. Waschmaschine, Trockner, Waschbecken, alles was man braucht. Hier habe ich noch ein bisschen Stauraum. Und hier Wäschekörbe. Ganz nice. Zum Rausziehen. Und hier habe ich auch noch ein bisschen Staufläche. Diese Waschküche hier gibt es übrigens fertig bei IKEA zu kaufen. Diese Seite hier, bitte ignorieren, sehr viel Unordnung, ich weiß. Aber eigentlich kommt da noch so eine Stange hin, wo man dann Sachen aufhängen kann. Aber ja, wir haben das jetzt mal weggelassen einfach, weil ich hatte jetzt keine Lust, diese Regale abzumontieren. Morgen ist übrigens der Geburtstag von Mama. Ich weiß gar nicht, ob wir sie morgen sehen werden, aber wir feiern offiziell ihren Geburtstag erst einen Tag später. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!